So, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu CMC TV. Mein Name ist Jochen Stanzl. Ich möchte Sie für die nächste Handelsstunde durch Selbigen begleiten. Der S&P 500 sitzt auf der pinken Linie, hat da in dieser Woche drauf aufgesetzt, sich da draufgesetzt auf diesen Support 2877. Was ist das? Mal zurückscrollen, müssen eine Weile zurückscrollen, dann landen wir im Januar 2018. Damals gab es ja so einen scharfen ersten Einbruch, auf den dann nochmal ein zweiter Einbruch folgte, zum Jahreswechsel. Und jetzt sitzen wir da drüber, über diesen alten Widerstand. Und jetzt die Frage immer noch, wird hier aus diesem Test, der da läuft, eine mit der 2877 eine neue Unterstützung, oder wird das ein Widerstand im 4-Stunden-Chart? Wird das auch klarer, womit wir es hier in dieser Woche zu tun haben? Und das ist mehr oder weniger hier eine Seitwärtsbewegung. Hier oben die Widerstände. Hier unten die 2877 bisher einmal getestet als Unterstützung. Also eine Seitwärtsbewegung, eine Entscheidung, wo es da übergeordnet hingehen soll, ist noch nicht gefallen. Die Berichtssaison beginnt heute. Großer Highlight, JP Morgan, 12.55 Uhr. Bitte für alle, die US30 oder US SPX 500 Cash Intraday handeln heute, 12.55 Uhr im Blick behalten. Wer weiß, was da an Quartalszahlen gemeldet wird. JP Morgan, eines der größeren Aktien. Und bei Berichtssaison kann es auch immer sein, dass bei scharfen Kursveränderungen es auch in den Indizes zu der Zeit, wo dann eben die Quartalszahlen gemeldet werden, zu größeren Bewegungen kommen kann. Wie jeden Tag zeichne ich auch heute die vorbörsliche Spanne ein. Wir haben bereits ein Signal für eine Trendbewegung abwärts, weil die 901-Kerze schloss unter der vorbörslichen Tief, 902-Kerze unter dem Tief der 901-Kerze, damit ist das bestätigt, 915,23 in Widerstand. Mögliches Ziel hier die Zone 892, 895, 100% Extension von der vorbörslichen Spanne. JP Morgan im Dow Jones mit 2,7% gewichtet. Im US 30, also im Dow Jones. Wenn wir jetzt rechnen, okay, mal der Extremfall, ja, JP Morgan bricht um 10% ein nach Zahlen. Ja, das ist nicht das, was erwartet wird, aber an der Börse passiert ja auch nicht immer das, was erwartet wird. Ich will es nur darauf hinweisen, JP Morgan bräche nach Quartalszahlen um 10% ein. Davon 2,76%, dann kommen wir dann bei 0,27% raus. Und das mal 26,176. Da wären das 66 Punkte im Dow Jones, die allein dadurch, dass JP Morgan um 10% einbrechen würde, zustande kämen. Also 12.55 Uhr, bitte im Blick behalten, die Quartalszahlen von JP Morgan. Da jetzt die Berichtssaison beginnt, wird es da erstmal nicht anders werden. Schöne Webseite, wo man Uhrzeiten herausfinden kann, wann Quartalszahlen gemeldet werden, ist earningswhispers.com. Da steht dann 6.55 am Eastern Time. Die ET, die Eastern Time, einfach plus 6 Stunden dazu rechnen. Dann kommen wir 6.55 Uhr plus 6 Stunden, kommen wir raus bei 12.55 Uhr für die JP Morgan Zahlen. Das steht auf der Webseite.
da direkt dort mit ganz vielen Schätzungen zum Quartalszahlen und so. Also eine ganz schöne Webseite, um sich da zu orientieren, was da jetzt so abgeht in der Berichtssaison, die jetzt heute mit JP Morgan, Infosys, PNC Bank, First Republic Bank und Wells Fargo beginnen wird. Ist ja alles sauber im Trend abwärts. Wir haben den Bruch vom vorbörslichen Tief, das bestätigt. Die 9,15 als Widerstand bestätigt, machen tiefere Tiefs, sind jetzt also in einer Trendbewegung.
So, 100% Projektion ist erreicht. S&P macht aber bisher auch keine Anstalten, hier in den Trendwechsel zu gehen. Der S&P hier auch mit einem ABC-Trendwendemuster. Erste Ziel die 88, hört man gestern auch schon hier jetzt kurz vor raus. So, jetzt kann man hier, da wir hier in einer möglichen Supportzone sind, wie immer natürlich auch Ausschau halten nach einem ABC-Trendwendemuster. Der S&P sollte dann vermeiden, die 88 in Schlusskurs runter zu machen. Gleichzeitig sollte auch der S&P irgendeine Art von Bestätigung liefern. Das ist bisher nicht sichtbar. Wir sind hier in einem, wenn hier nach unten durchgereicht. Achim Wettläufer fragt im Trader-Chat, was bedeuten die grünen Kerzen im SPX? Also zum Beispiel diese Geschichten hier. Immer wenn das Dojis sind, wenn also Eröffnungsgleich Schlusskurs ist, in den Kerzen, dann werden die grünen dargestellt. Ein Schlusskurs jetzt im SPX 500 unter 88 könnte uns bringen eben zu den tieferen Extensionen. DAX auch mit einem tieferen Tief. Für den Moment also eine intakte Abwärtsbewegung.
Michael J. schreibt, Baulärm hört sich krass an. Ja, es ist hier immer noch die vor Frankfurt, also 4frankfurt.de, glaube ich, wenn er das googelt. Es entstehen hier 4 sehr große Tower, die so groß sind wie der Commerzbank Tower, zumindest einer davon. Und ja, die Abrissarbeiten sind soweit alle fertig. Was uns den Lärm hier verursacht, ist die Pfahlgründung, die hier stattfindet. Bitte ins Erdreich gebohrt. Und das macht Lärm. Also es ist eine riesen Großbaustelle direkt vor der Tür. Sehr spannend. Das mit zu verfolgen, die machen auf Facebook, auf ihrer Facebook-Gruppe auch immer Updates zu dem Bauverlauf. Das ist sehr spannend, das mit anzuschauen. Roman fragt, Jochen, sag mal, ob CMC sein eigenes Trading-Team hat oder ob du da es leitest, das würde mich interessieren. Also CMC Markets ist ein Execution-Only-Broker. Wir machen also keinen Eigenhandel. Also es gibt ja kein Trading-Team oder ähnliches. Wir verstehen uns als ihr Partner, der sich darauf spezialisiert hat. Orders auszuführen. Und dafür stehen wir, also es gibt hier kein Trading-Team. Und keinen Eigenhandel. Was die grünen Kerzen, die Doji-Kerzen angeht, also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, grundsätzlich die Farbeinstellungen zu verändern. Wie kann man das machen? Dann kann man hier über das Rädchen gehen. Wenn ich da draufklicke, habe ich Farbeinstellungen. Da gibt es ganz verschiedene Einstellungen, die ich hier treffen kann. Der DAX jetzt mit der Chance auf ein 1, 2, 3 Tief, wenn er die 90293 rausräumt nach oben. Das wäre allerdings unbestätigt, der S&P hat so etwas nicht. Wäre aber durchaus denkbar, wenn der SPX über 88956 ginge. Dann wäre auf beiden Seiten ein 1, 2, 3 Tief entstanden, dann mit der Möglichkeit, dass der SPX noch einmal hier in die Widerstandsbereiche und hier den Punkt B nochmal testet. Also 91,20 ungefähr, um dann zu sehen, okay, hebeln wir dieses Trendwendemuster aus oder nicht. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten ein ABC-Tief. Zielzone erst einmal für dieses ABC-Tief wäre dann die 9,15, möglicherweise auch 9,20. Da wird sich dann entscheiden, wie stark diese Gegenbewegung ist. Zerstört werden würde, das ABC jetzt, wenn der SPX hier drunter geht und der DAX hier ein neues Tief macht. Michael J. fragt, sind wir ein STP-Broker? Ein bisschen ein voller elektronisch arbeitender Market Maker. Achim Wegläufer schreibt, Einstellungssache, also beim DAX Visualisierung anders eingestellt als im SPX. Ja, genau. Also es ist eher
in größeren Zeitebenen untypisch, dass es so viele Dojis gibt. Jetzt sind wir im SPX, im vorbörslichen Handel. Es ist so viel Bewegung hier bisher nicht unbedingt da. Dann hat man im 1-Minuten-Kerzen natürlich auch viele Dojis, die da kommen können. Extreme Project kommt, Frick de Lermes von Frankfurt 4, vor Frankfurt, ja. Genau die Großbaustelle Frankfurt 4 oder 4 Frankfurt. Extreme Project kommt, fragt, was macht ihr gegen den Lärm mit der neuen Schlesinger Gasse und der neuen Gallusstraße? Wird eine durchgehende Lärmschutzwand aufgebaut? Ja, die ist auch schon da. Ist auch vor allem da, um die Baustelle abzusperren. Wir sind hier in den CMC Offices oder im Büro im 21. Stock. Da kriegst du keine Lärmschutzwand hin. Also die bauen die Türme auf komplett unter komplettes auf eine Tiefgarage drauf, sodass also da einiges zu erwarten ist in Richtung Fundament mit Schlitzwänden und Pfahlgründung und so weiter. Also es wird sicherlich laut werden. Aber im 21. Stock kannst du dich dagegen nicht schützen mit irgendwelchen Wänden. Lars, Frick, guten Morgen. Mein Problem ist bei diesen kleinen Auf- und Abbewegungen im SPX. Man kann es hier noch einigermaßen lesen, aber mit den Spreads lässt kein Gewinn zu. Das ist eine grundsätzliche, wichtige Erkenntnis. Das sieht jetzt erstmal interessant aus, was ich hier auch im 1-Minuten-Chart mache, aber ich habe ja eben gerade schon gesagt, das sieht man auch schon an den vielen grünen Kerzen, an den vielen Doji-Kerzen, wo als Eröffnungsgleich Schlusskurs ist. Der absolute Abstand ist jetzt, da wir im vorbörslichen Handel sind und heute ist auch die Bewegung nicht so wirklich groß, muss man sich grundsätzlich immer überlegen, okay, wie stark muss sich der Markt überhaupt bewegen? Ist es realistisch, wenn ich in eine Position eingehe, dass ich in den Gewinn komme? Oder nehme ich den SPX nur als bloße Indikatorfunktion für den DAX, der sich jetzt derzeit stärker bewegt? Ne? Das ist auch oft umgekehrt, ja, dass sich also der US-Markt sehr stark, auch vorbörslich um die Zeit schon, kräftig bewegt. Aber das sollte man immer so ein bisschen als Trade-Filter auch haben, bevor man Trade eingeht, gucken, wie hoch ist die Vola.
wie viel Bewegung ist da wirklich da in absoluten Größen, dass mir also im Vorfeld sage, okay, das kann ich zwar deuten, ich habe jetzt den 1, 2, 3 Top, eine gewisse Bodenbildung am 61,8er. Das nehme ich vielleicht als Indikator und handle es nicht, weil einfach die absolute Ausprägung von der Bewegung in Punkten zu klein ist. Klar, da kann man nichts machen. Alex Meissner fragt, wie ist denn die Vorstellung auf die Berichtssaison? Sind die Erwartungen so weit gesunken, dass normale oder leicht schrumpfende Zahlen als mega stark empfunden werden können? Ich habe heute Morgen bei Espresso schon vieles dazu gesagt. Also das erste Quartal wird wegen dem Government Shutdown und dem starken Dollar, mit der Wachstumsschwäche in Europa und China vermutlich eines werden, wo dann am Ende, wenn es gut läuft, eine schwarze Null dastehen wird im S&P 500, was das Gewinnwachstum angeht. Herbst letztes Jahr noch plus 6,6%, erwartet Ende Dezember noch plus 3,x% Wachstum, jetzt plus Null. Aber das ist dann so ähnlich wie die Exportdaten für Deutschland für den Februar. Ist ja auch deutlich zurückgegangen. All diese Daten, die so in das erste Quartal fallen, wissen wir jetzt mittlerweile, okay, war Mist, ist nicht gut gelaufen, das erste Quartal. Die Märkte blicken voraus und hoffen, dass das zweite Halbjahr besser wird, sodass insbesondere die Ausblicke dann auf das zweite Halbjahr wichtig sein werden. Und wir haben ja immer auch den etwas bizarren Effekt, dass trotz der Tatsache, dass vielleicht am Ende nur eine Stagnation dastehen wird und trotz der Tatsache, dass vielleicht bei einzelnen Unternehmen gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Gewinnrückgang sein wird, aber trotzdem sind sie dann halt 1, 2 oder 3 Cent je Aktie über den Erwartungen und dann steigen die Aktienkurse trotzdem deutlich an. Ja? Also so ist halt die Berichtssaison. Da wird dann halt für einen Tag mal die Freude, dass dann die tief gesteckten Erwartungen doch übertroffen werden konnten, mal abgefackelt. Und das kann es dann auch gewesen sein. Also Erwartungshaltung deutlich zurückgekommen, sodass es so schwierig nicht sein dürfte, diese tiefen Erwartungen zu übertreffen. Aber dass es plus 6,6% Gewinnwachstum geben wird, so wie es im Herbst letztes Jahr erwartet wurde, das wäre schon eher sehr unwahrscheinlich. Also SPX weiterhin hier in der Stabilisierung. DAX hat den Punkt B von dem ABC nochmal getestet, könnte in Richtung 915 unterwegs sein. SPX 500, da er jetzt über die 89, 87 geht, die Möglichkeit, dass er hier den Punkt B nochmal testet bei der 91, 20. Aus Libyen ist zu hören, dass der dortige, dass dort davon von der Politik gewarnt wird, dass ein erneutes Aufflackern der Kämpfe dazu führen könnte, dass die Ölproduktion des Landes komplett zum Erliegen kommen könnte. Peter Nägel, guten Morgen. Thürli schreibt DAX mit höherem Tief. Genau.
Roman fragt dir, Jochen, was darfst du traden? Ich habe im Kopf, dass du Währung nicht spielen darfst und was steht da zur Verfügung? Alle Rohstoffe. Also sämtliche Derivate, Futures, FX nicht. Ganze Rest ja. Was ich handle, ist Aktien direkt. $9.15, tief der Signalkerze, jetzt ein Widerstand. SPX dringt jetzt so langsam in den Punkt B vor. Also wir haben ein A, B, C. Punkt B, also Bereich von dem Punkt B, hier jetzt so langsam erreicht. Roman Mandola fragt nur Aktien. Genau. Also ETFs, Anleihen, Immobilien, also ganze Komplex außerhalb von Derivaten. $9.20.72. Weiterer Widerstand. Roman schreibt, schade. Ja, ich finde es auch schade. Ich würde ganz ehrlich gerne auf der 7C-Plattform handeln. Weil es einfach, wenn man auf gut Deutsch gesagt, saupraktisch finde. Allein das Order-Ticket. Und das Traden aus dem Chart heraus und so, das ist schon eine sehr komfortable Geschichte. Aus einer Plattform quasi das ganze Universum zu haben von Rohstoffen, FX und so weiter. Gerade im Bereich Carry Trades gibt es da doch schöne Strategien, die ich ehrlich gesagt gerne machen würde. Aber aus Compliance und Geldwäsche und so weiter Gesichtspunkten ist das nicht möglich. So. Jetzt kann es früher oder später dazu kommen, dass der Punkt B-Tester mal fertig ist und dass wir nochmal einen Rücklauf sehen in Richtung 88987. So, und jetzt ist die Frage, wenn der Rücksetzer kommt, kommt ein Schlusskurs nochmal zustande unter der 88987? Ja? Wenn ein Schlusskurs drunter zustande käme, hätten wir ein erneutes Verkaufssignal nochmal mit dem Ziel 88. Kommt der nicht, wird das jetzt irgendwo hier davor abgefangen, hätten wir ein Signal, okay, der Markt möchte den Punkt B nochmal testen und möchte möglicherweise das ganze ABC eben aushebeln.
Roman fragt, was interessiert dich? Welche Aktien, was du spielen würdest? Also für jeden, der die CMC Markets Trading App hat, ich schicke die Push-Notifications von den Aktien, die ich selber spannend finde, raus über die App. Für den US-Markt noch für Deutschland. Also die Werte, die ich selbst spannend finde, wobei es nicht heißt, dass sie jetzt eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sein soll, aber allein aufgrund der Volatilität. Und ich bin jemand, der Momentum handelt und Momentum mag. Und die Aktien, die ich spannend finde, schicke ich per Push-Notification raus, weil sie unsere Trading-App hat und die Benachrichtigung aktiviert hat für unsere Push-Notifications, bekommt selbige von mir über die Werte, die ich spannend finde. Und damit dürfte auch die nächste Frage von Roman beantwortet sein. Roman fragt, ich meinte, was du spielen würdest, wenn du alles spielen könntest. Alles, was mit Momentum zu tun hat. Und da habe ich ja grundsätzlich ein Problem beim Index, da der Index, wenn man sich den DAX jetzt primär anschaut, aber auch ein SPX. Ein Index besteht beim S&P aus 500 Werten, beim DAX aus 30 Werten und da sind nicht immer alle 30 Werte und nicht so nur in der Trendbewegung, sondern das ist eher viel mit Mean Reversion und trendlosem Handel zu tun, wo ich mir das bei Aktien eher ein bisschen einfacher machen kann. Ich mir anschaue, okay, da ist irgendeine krasse Nachricht für das Unternehmen und dann ist da Bewegung drin. Das ist Liquidität da, das ist die Aufmerksamkeit des Marktes, ist da drauf gerichtet. Oder aufgrund verschiedener anderer Kriterien kann ich mir einen Momentumfilter basteln, weil das ist ja genau das, was wichtig ist für jeden Trader, für alle, euch alle, ist immer zu unterscheiden, ständig darauf zu achten, in welchem Zustand befindet sich der Markt, den ich gerade handle. Weil mir ist kein Handelsansatz bekannt, der sowohl trendlose als auch trendstarke Marktphasen gleichzeitig abdecken kann. Also entweder ich bin ein Range-Trader, der irgendwie trendlose Phasen handelt, oder ich bin jemand, der trendstarke Phasen handelt. Ja, oder ich habe Handelssystem für beides, dann ist wieder was anderes. Aber wenn ich versuche, in einem trendstarken Markt ständig Countertrends zu machen am Widerstand und dort Short gehe, dann verliere ich. Das steht fest. Ja, genauso, wenn ich ein Ausbruchstrading mache in einem Markt, der einfach nur seitwärts läuft. Ja, also am Widerstand long gehe und der Markt pendelt danach wieder zur unteren Range-Kante. Da verliere ich auch garantiert. Ja, und wenn ich das nicht unterscheiden kann, nicht lerne, dafür kein Auge habe, dann mache ich eigentlich technisch das schon richtig. Ich führe also mein System, das dann grundsätzlich funktionieren würde, wenn ich es richtig anwende, setze ich richtig um, aber in der falschen Marktphase. Und das sehe ich halt immer wieder, dass halt Leute, dass der DAX sich tagelang seitwärts bewegt und dann hat er eine Trendphase. Fängt plötzlich an, massiv zu fallen. Die Leute immer wieder kaufen, 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 long, long, long. Den ganzen Tag über long gehen. Weil sie halt diesen Wechsel, den der Index gemacht hat, von der trendlosen Phase auf eine trendstarke Phase nicht anerkennen. Und das ist halt schade, weil ich weiß, die wissen auch selber dann, ich mache eigentlich das richtig, ja, aber haben nicht erkannt, dass der Markt eben Haken schlägt. Und das tut der DAX sehr gerne, dass er eben so unauffällig auf Schleichfahrt ist und dann plötzlich dreht er völlig durch. Ja, und das muss man aber dann auch akzeptieren, dass er dazu fähig ist, von so einer Schlafphase, sage ich mal, wo er seitwärts läuft, plötzlich in brachiales Momentum überzugehen. Und da darf ich mich nicht dagegen stellen. Genauso darf ich dem Markt auch nicht ständig eine Trendphase abtrotzen und versuchen, wenn er sich einfach nur, ja, so einer Schleichfahrt befindet. Das ist wichtig, dass man das lernt, gerade wenn man
Indizes handelt, aber auch bei allen anderen Märkten. Hat jeder bestimmt auch schon selber mitbekommen, ja, wenn eine trendstarke Phase ist, war es relativ easy zu handeln. Und dann fängt man nächsten Tag wieder an und versucht das Gleiche wieder zu machen, der Markt hat aber keine Trendphase. Und dann wird es richtig grottig, fühlt sich schlecht an, ist schwierig, macht keinen Spaß, bringt nichts. Und da muss man halt versuchen, Kriterien zu finden, um zumindest so einen grundsätzlichen Filter zu haben, um zu erkennen, wo ist der Markt jetzt gerade? Wo befindet er sich? In welcher Phase? Und deswegen habe ich ja hier auf CMC TV jeden Morgen wieder von Neuem diese blauen Dinger da, die ich einzeichne, also die vorbörsliche Spanne zwischen 8 und 9. Und zumindest mal grundsätzlich zu sehen, okay, verlässt er die überhaupt mal? Und auf welche Art und Weise verlässt er sie? Macht er einen klaren Schnitt? Heute haben wir das gehabt. Kerze drunter, nächste Kerze bestätigt es, bärischer Retest und dann Trendbewegung. Heute perfekt, ja. Manchmal ist es nicht so klar, da muss man dann halt auch schon wieder vorsichtig werden. Manchmal bleibt er auch innerhalb der Grenzen, dann weiß ich, okay, von Trendbewegung könnt ihr vergessen heute, ist nicht da. Und das ist halt einfach nur so ein grundsätzlicher Filter, um ein bisschen zu ertasten und zu erfühlen, was hat der Markt heute vor. Das macht man halt jeden Tag wieder von Neuem, um eben der Falle zu entgehen, dass man da versucht, was zu handeln, was gar nicht da ist. Lars, wenn du kurz die App anmachst, kann ich dir jetzt zeigen, wo du es einstellst. Lars hat gefragt, wo stellt man das genau ein mit den Push-Notifications von dir? Die App habe ich ja. Also wenn du die App aufmachst, ich mache es jetzt parallel auch mal auf, dann gibt es unten rechts das Menü. Und wenn du da runter scrollst, gibt es dann den Punkt Nachrichten. Also da gibt es Einstellungen und drunter Nachrichten. Das ist mit so einer Glocke das Symbol. Und da gibt es unter Nachrichten zwei Nachrichten, die ich ansteuere. Das eine sind Volatilitätsalarme, das andere Eilmeldungen. Und das, was ich rausschicke, sind quasi diese beiden. Wenn man da draufklickt, dann kann ich dann einstellen, okay, ich will innerhalb der Plattform eine Nachricht haben, ich will einen Ton innerhalb der Plattform haben, eine Push-Notification, E-Mail oder SMS. Ja, dann einfach die Dinge anmachen oder ausmachen, je nachdem, wie man das haben möchte. Also nochmal Einstellungen unten rechts, dann auf Nachrichten und dann Volatilitätsalarme und Eilmeldungen als Push aktivieren. Und wenn ich dann irgendwas rausschicke, so wie Tesla gestern, als die Gigafactory nicht weitergebaut haben, vorbörslich 3% im Minus waren, das hatte ich gestern rausgeschickt, oder wenn eine Wirecard einbricht, oder so was mit dem Brexit und dem Notgipfel in Brüssel, wollte ich auch das Ergebnis rausschicken, das hat aber dann bis 12:30 nachts gedauert. Da seht es mir bitte nach, dass ich da das nicht mehr rausgeschickt habe. Zumal das ja auch nicht wirklich kursrelevant war, weil die Irrfahrt ja auch weitergehen wird, seitlich das Ganze nur ausgedehnt wurde. Das einzige kursrelevante in Sachen Brexit wäre der harte Brexit. Wäre er gekommen, kommt aber nicht, daher wird das durchgewunken. Aber ansonsten, wie gesagt, die Push-Notifications, das ist das, was ich selber spannend finde, könnt ihr euch ziehen über die Trading-App und mit aktivierten Eilmeldungen und Volatilitätsalarm per Push Notification. Andere Möglichkeit, wie man es aktivieren kann, ist, indem man auf Marktpuls geht und dann zum Beispiel Insights. Und dann gibt es hier unten links dieses Glockensymbol für Benachrichtigungen. Da kann ich das Ganze auch einstellen. Ja. Also hier bei Push dann einen Haken machen, bei Volatilitätsmeldungen, Einmeldungen. Habe ich jetzt für das Konto hier nicht, machte keinen Sinn, weil das von den Kollegen auch benutzt wird.
Genau, so, jetzt im S&P geht es jetzt drum. Fangen die das wieder auf? Spätestens an der 889 geht es dann ans Eingemachte. Kommen ja wieder Schlusskurse unter der 889, wird es entsprechend von dem ABC-Top eine Reaktivierung von einem Verkaufssignal aus technischer Sicht entsprechend, dann hätten wir nochmal die Möglichkeit, Richtung 88 nach unten zu gehen. Auf der anderen Seite kommt der Test und wird die 889,87 gekauft, hätten wir dann fortfolgend die Möglichkeit, dass wir eben Eindeckungen sehen von Leerverkaufspositionen und Neuaufbauten von Longpositionen. Auf Basis dieses erneuten Vermeidens des Verkaufssignals könnte sich dann eben nochmal ein Test von den Widerständen ergeben. Gut, in dem Sinne, achtet bitte auf die 889,87, dann auf der Oberseite die 91,61 im SPX. Als Bestätigung, ob wir jetzt eine Trendwende nach unten sehen, nochmal mit einer Korrektur oder ob der Markt sich hier stabilisiert nach oben raus möchte. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Viel Erfolg heute bei euren Trades. Achtet auf JP Morgan, 12.55 Uhr heute. Kurz Nachmittag für die Öffnung der Berichtssaison. Wir sehen uns dann, hören uns, so ihr wollt, am Montag wieder um 8 oder dann 9 bis 10 wieder im Börsenbuffet. In dem Sinne, schönes Wochenende, schönen Freitag, habt einen schönen Tag, bis dann, servus, ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.